Ein wunderschönes Hallihallöchen und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von Let's Play Flife. Und jetzt ist auch wirklich mal wieder ein Let's Play und ich öffne nicht nur Trophies oder mache irgendwas anderes. Ich mache auch keine Quests, sondern ich level mal wieder, beziehungsweise eigentlich farm ich. Ja, also die sind ja nur zwei Level über mir. Ich kriege so gut wie gar keine XP, auch mit der Q-Scroll nicht. Ist aber auch so beabsichtigt, also so habe ich die letzten zwei Level jetzt auch gemacht. Das ist unglaublich, wie viel man Erfahrung trotzdem noch bekommen hat. Also jetzt dann inzwischen nicht mehr, aber als ich noch vier Level unter denen waren, war es trotzdem noch ziemlich viel. Ja, jetzt farme ich hier. Hab mittlerweile jetzt schon ein Stack von den Q- und J-Karten. Oder Q und J. Obwohl ich nur gestern gefarmt habe. Und das glaube ich von 11:30 bis 12:30 ungefähr. So eine Stunde gerade mal. Und das ist ziemlich wenig. Und da schon ein Stack von denen, dann ja 60 von den Ks, 45 As und 42 von den 10 Karten. Oder 10 heißen die, glaube ich. Genau, 10. Was kriegt man von den Karten? Also von den QJKA kann man sich für 4 Karten eine Box holen. Es gibt 5 verschiedene Boxen. Es gibt einmal die 4x Q ist eine Box, 4x A ist eine Box, 4x K ist eine Box, 4x J ist eine Box oder QJKA10 ist eine Box. Glaube ich war es. Ich glaube, alle Karten zusammen geben nochmal eine Box. Ich glaube sogar zwei oder... das muss ich mir nochmal anschauen. Das habe ich mir nicht gemerkt. Allerdings auch aus einem bestimmten Grund, denn mich interessieren nur die A- und K-Boxen. Wieso, habe ich ja eigentlich schon im letzten Video gesagt, weil da eben diese S-Karten-Schatullen und die 10%-Karten-Schatullen sind und mehr will ich von dem Event nicht. Außer mir hier mein Set auf 40% zu machen und in mein Ancient Sword die S-Karten reinzusockeln, also die Fire S. Natürlich, ich werde es hundertprozentig nicht schaffen, wirklich 4 Lightning 10% und 4 Fire S zu bekommen. Allein schon jeweils 4 Schatullen zu kriegen, werde ich nicht hinkriegen, weil da braucht man doch schon ziemlich viel Glück. Also es wird dann ungefähr so wie wieder in Trophies sein. Ich werde 400 Boxen öffnen, da ist dann eine Schatulle drin oder so. Ja, so ungefähr kann man sich das dann vorstellen. Mit viel Glück könnte man natürlich auch mehr bekommen. Also ich habe jetzt gestern in einer Party gelevelt. Da gab es hitzige Diskussionen über das Event. Und da gibt es jetzt auch so ein neues CS-Set. Das heißt irgendwie Jokers oder sowas, das hat einen Set-Effekt und jedes Teil gibt einen Boni. Also es ist ähnlich jetzt wie das Dedica, LSD und Almeti. Das hat einen Effekt, wenn man alle drei Teile hat. Und zusätzlich gibt halt jedes Teil sowieso schon STR plus 7 und Angriffstempo plus 7 und sowas. Da muss ich sagen, bin ich ja nicht ganz überzeugt davon, weil der Preis irgendwie nicht ganz stimmt. Also zumindest momentan verkaufen die das Zeug zu Preisen, wo man sich echt denkt, okay, ist ja mal überhaupt nicht übertrieben. Also gestern eine Suite gesehen für 1,8 Milliarden. Ich meine, für die Preise, ganz ehrlich, da kann man sich dann auch das Almeti kaufen. Und ganz ehrlich, das ist besser. Also 10% Laufspeed, 10% Angriffstempo und 10% Critrate ist besser als läppische STR. Also zumindest für ein One-in-One-Night. Von daher sind die Preise momentan noch ziemlich krass. Wenn die jetzt noch runtersinken auf vielleicht so 500 Mille, also gut, das Event geht bis zum 12. August, also die werden hundertprozentig sinken, die Preise. Gestern war der erste Tag, also ich meine klar, dass da die Preise extrem hoch waren. Ich sag mal, spätestens in der Woche wird es die Sachen für unter 1 Milliarde geben, wenn sie gestern für 1,8 bis... Ja gut, ich habe auch teilweise welche gesehen für 1,5, aber allerdings weiß ich jetzt nicht, was da günstig und was da teuer war, weil ich habe dann erst danach angefangen zu farmen. Und selbst halt, wie gesagt, noch keine Ahnung, wie oft man denn jetzt was bekommt, weil ich ja noch keine Box geöffnet habe. Ich habe jetzt, seit ich gestern angefangen habe, noch keinen mal umgetauscht, aber ich werde die Boxen eh erstmal horten, bis ich so, ja, keine Ahnung, 100 Boxen von jedem Ding habe, dann mache ich vielleicht mal auf. Oder so. Muss ich mir mal noch überlegen. Bei 100 Boxen... 10 Boxen, ja, brauche ich 400 Karten von allen. Problem ist halt, dass die Qs und die Js wesentlich häufiger droppen als die As und Ks, was natürlich logisch ist, weil in den As und Ks ja, wie gesagt, die Schatullen drin sind und die sind halt relativ wertvoll.
Weil ich finde, dass die K noch ganz gut droppt. Also es ist eigentlich nur die A, wo so extrem schwach droppt. Und die 10, da weiß ich jetzt gar nicht warum. Also, keine Ahnung. Also vielleicht ist in diesem 10, also Q, A, J, K, 10 oder 10 Boxen ist da vielleicht trotzdem noch was Geiles drin. Also ich habe es mir nicht ganz genau durchgelesen. Beziehungsweise, da waren halt diese Joker-Sets drin. Da bin ich noch, wie gesagt, nicht ganz überzeugt von. Weil bis ich mal diese 100 Boxen von einem habe, sind die Dinger wahrscheinlich eh nichts mehr wert. Und außerdem werde ich sie dann sehr wahrscheinlich auch für mich selbst benutzen. Also werde sie dann entweder meinem M geben oder meinem Ranger oder so. Und dann halt einfach das Aussehen von denen ändern, weil ich glaube, die sehen ziemlich scheiße aus. Es gibt ja auch dieses Ivelisse Head of Joker und sowas. Das sieht alles so grottenhässlich aus. Allerdings ist das kein CS, sondern ein richtiger Hut gewesen. Egal, jedenfalls das Event an sich ganz cool. Muss halt schauen, wie es so mit der Rate aussieht, was man dann rausbekommt. Also ich denke mal ganz stark, es wird so sein, dass man 100 Boxen eine Schatulle, wenn überhaupt. Also mit Glück 100 Boxen eine Schatulle. Problem ist halt auch bei den 10% Schatullen, wenn man richtig viel Pech hat, ist halt eine Vakuum oder Ocean 10% drin. Und die sind nichts wert. Das ist ein richtig großes Problem. Weil wenn man so viel Pech hat und es passiert echt, dann ja, hat man die Mega-Arschkarte gezogen. Weil wenn man die Schatulle verkauft, die kann man für mindestens 2 Milliarden verkaufen. Also ungeöffnet. Weil halt der Inhalt bis zu 8 Milliarden wert sein kann. Volcano ist auch 3 Milliarden wert, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall so, man könnte mit der Schatulle viel Geld machen oder man öffnet sie und hat Glück und kriegt eine Lightning. Allerdings würde ich die Lightning eh nicht verkaufen, was vielleicht sogar ziemlich dumm wäre. Also ich muss mal schauen. Also wenn ich wirklich eine Lightning 10% kriegen sollte im Laufe des Events, dann werde ich die erstmal aufheben und werde schauen, dass ich erstmal noch weiter sammle sozusagen. Also ich werde nicht so machen, dass ich dann direkt meine Lightning 7% wegwerfe. Weil man muss alle 5 entfernen, weil das Problem ist, bei den Sockeln, wenn man da einen entfernt, man muss immer den neuesten entfernen. Das heißt, ich kann nicht einen 7% entfernen und dann einen 10% drauf machen. Weil wenn ich dann noch eine 10% habe, müsste ich die 10% entfernen und das wäre richtig behindert. Deswegen mache ich das nicht. Also ich werde schauen, dass ich möglichst lange die aufspare und sollte es dann dazu kommen, also wie gesagt, es ist reine Spekulation, sollte ich eine bekommen und sollte das noch möglichst früh geschehen, sprich bis zum 25., dann werde ich halt extrem viel weiter farmen, weil ich dann weiß, okay, gut, so extrem selten sind sie nicht, die Schatullen und auch nicht die Karten. Werde ich probieren, wirklich 4 Karten zu bekommen und die dann alle 4 aufs Rescon zu machen. Geil wird dann sein, das Rescon wird dann mindestens 20 Milliarden wert sein. Ja, das heißt mindestens 30 Milliarden wahrscheinlich sogar. Weil allein die Karten sind 8 Milliarden pro Stück wert. Und wenn du 4. Stück drauf hast, dann kostet das Set schon mehr als 30. Das ist das Geile dran. Und mein Rescon wird damit auf jeden Fall extrem wertsteigernd sein. Und außerdem wird mein Damage extrem viel höher sein. Nochmal 12% Angriffskraft ist nicht wenig. Also allein schon das ist ziemlich nice. Und ja, also wenn ich dann noch mein Ancient Sword eventuell dann noch mit 4 Fire S anziehe, dann ja, kann man sagen, mache ich einen ziemlich geilen Schaden. Also dann habe ich ein recht gutes Equip. Ich wollte eigentlich auch von dem Flyfer Cup Event, wollte ich eigentlich noch ein paar A-Protects, weil ich nochmal probieren wollte, ob ich meine Ringe eventuell noch upen könnte. Ich meine, wenn man eh schon A-Protects bekommt, dann kann man es ja auch mal riskieren. Daher habe ich ja nichts dafür ausgegeben dann, aber habe ja leider keine bekommen. Wäre cool gewesen, also den einen Ring nochmal zu uppen wäre wirklich cool, also der gibt ja auch noch Verteidigung und zusätzlichen Schaden extrem viel, also nur einmal plus machen gibt da schon extrem den Unterschied, deswegen hätte ich das gerne noch gemacht, aber naja, dieses Glück war mir natürlich nicht vergönnt. Ja, genau, das war's so von dem Event jetzt, also ein anderes Event läuft gerade momentan nicht, am Wochenende war noch flauschige Monster-Invasion. Mit den Gold-Packages wieder farmen. Ich habe nichts gefarmt, also mir fehlen da ehrlich gesagt die Nerven und irgendwie die Zeit. Weil wenn ich mir das so angeschaut habe, teilweise 4-5 Stunden für 20 Packages gefarmt. Gut, mag zwar sein, okay, ja,
4 bis 5 Stunden für 2 Milliarden ist jetzt nicht wenig, klar, aber muss auch mal sagen, 4 bis 5 Stunden einfach nur mit einem Level 1er rumlaufen und kleine Viecher killen. Und es bringt halt, wenn man Pech hat, nicht so viel Geld. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn man 4 bis 5 Stunden farmt, man safe 20 Gold-Packages und, keine Ahnung, 5 Pet-Hammer-Boxen bekommen hat. Nee, tatsächlich habe ich einen gekannt, beziehungsweise ich kenne einen. Der hat genauso lang gefarmt und der hatte nur, ja, ich sag mal, die Hälfte davon. Und war dann auch ziemlich pissed darüber. Also klar, 4 bis 5 Stunden ist ziemlich viel. Das ist ungefähr so viel, wie ich, das ist mehr, als ich am Tag spiele durchschnittlich. Also ich spiele am Tag meistens so 1-2 Stunden. Die andere Zeit bin ich eigentlich nur AFK wegen der Flylog-In-Madness. Also da, wo ich mir auch mit meinen anderen Chars die Belohnung. Ich habe es zwar schon längst verkackt, also ich werde nicht mal ansatzweise bis zu den letzten 10 Belohnungen kommen mit den meisten Chars. Mit den einzigen, mit denen ich es schaffen werde, ist der hier, mein Dela, der mir gerade auch hinterherläuft, und mein BP auf dem anderen Account. Also nicht Hallas, sondern ein anderer. Den kennt ihr jetzt gar nicht. Das ist das Problem dabei. Jedenfalls werden es nur 3, wenn überhaupt, schaffen. Also nur mit den Puffertagen schaffe ich es. Also wenn keine Puffertage kommen, dann schaffe ich es mit keinem bis zu den letzten 5. Also da habe ich schon viel zu viel verpennt. Weil ich habe mir aber halt am Anfang gedacht, es lohnt sich ja eigentlich nicht. Aber dann habe ich mir halt gedacht, gut, jetzt eine Stunde am Tag, ganz ehrlich, der PC läuft sowieso fast den ganzen Tag. Und das Gute ist, Flife ist sehr verbindungsschwach. Also man braucht jetzt, also man kann es mit einer extrem niedrigen Verbindung schon ziemlich gut spielen. Also ohne, dass es jetzt extrem laggt. Deswegen kann ich es auch super bei Uploads offen lassen und da einfach 4 Chars nebeneinander stellen und die dann alle das Zeug bekommen lassen. Keine Sorge, ich bin nicht dieser Quest 1 bis 100 Typ. Der Kerl ist schon ein bisschen crazy. Ja, genau. Mache da das, aber habe halt viel zu spät angefangen. Ich meine, wann habe ich angefangen? Ich glaube, vor 2 Wochen. Nee, nicht mal Schwachsinn. 2 Wochen. Wann ist das gestartet, das Login-Ding? Ich glaube, am 1. Juli kann es sein. Müsste so ungefähr das gewesen sein. Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall mindestens 8 Tage bei den anderen einen verpasst. Nur bei den 3 jetzt, wie gesagt, habe ich nur 5 oder so oder 4 verpasst. Was auch schon genug ist, weil wenn es nur 3 Puffertage kriegt, dann kriege ich die letzten Sachen hier sowieso nicht. Und wenn es überhaupt keine Puffertage gibt, dann kriege ich gar nichts von den super Sachen. Von daher hätte sich das dann alles überhaupt nicht gelohnt, aber naja, man wird ja wohl noch hoffen dürfen. So, da vorne liegen übelst viele Drops rum und irgendwie heben die Typen das nicht auf. Und ganz ehrlich, finde ich ein bisschen schade. Deswegen schnorre ich mir die Drops da. Ich meine, wieso nicht, ja? Ist ja nicht verboten, ne? Wenn man einfach so seine Drops liegen lässt. Da schlage ich schon mal zu. So. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich arschig, dass man hier tankt. Vor allem, der Kerl ist halt Level irgendwas mit 70 und lässt sich halt nur hochtanken und das ist alles. Wahrscheinlich ist es auch noch sein eigener Char. Also ich finde es ziemlich erbärmlich, dass man nur noch AOE'en kann, wenn man einen Tank hat. Also klar, ich meine, dass er mit Level 70 bis 80 keine 103er schafft, ist logisch. Ich finde es halt krass, ich sehe niemanden mehr von selbst AOE'en. Jeder läuft mit einem Tank rum. Und das finde ich so krass, weil früher hat jeder von selbst AOE, da gab es nicht sowas wie Tanks, weil sich niemand einen Tank leisten konnte, der einfach mal 50 Mille die Stunde verlangt hat. Das war viel zu teuer. Da hat man mit Glück vielleicht mal 50 Mille am Tag gemacht, wenn man 6 Stunden Asria AOE hat, ja. Also die ganzen Crystals und so, Oris Moons verkauft. Damals waren ja Oris Moons noch eine Mille wert pro Stück. Also wenn man da mal 20 am Tag gedroppt hat, da hat man sich gefreut wie ein Schnitzel. Wenn ich jetzt mal 90 am Tag droppe, dann denke ich mir, ja wow, super, bringt mir überhaupt nichts. Ja, so ungefähr. Und da hatte niemand einen Tank. Also früher war das ein bisschen anders. Das ist das Einzige, was momentan so richtig schlimm ist, das mit den Tanks, weil jeder macht sich einen Tank und die Tanks werden ziemlich überbezahlt, finde ich. Also letztens wieder ein Shout gesehen, nur weil der eine Q-Amplis anhat, hat er 500 Mille pro Stunde gezahlt. 500 Mille pro Stunde. Ich meine, wie geil ist das für den Tank und wie behindert ist das für alle anderen Spieler, die nicht 500 Mille für eine Stunde ausgeben wollen? Weil irgendwo setzt sich dann so ein Mindestpreis fest, wenn das immer wieder passiert mit diesen 5x QM an und dafür dann halt 300 Mille für einen Tank oder 500 Mille für einen Tank pro Stunde.
Dann die neuen Spieler, die können sich niemals einen Tank leisten. Gut, sollen sie ja auch gar nicht kaufen, weil wie gesagt, eigentlich gehört ja ein Tank nicht zum Spiel. Es ist ja gar nicht vorgesehen, dass man sich tanken lässt. Also man sollte es ja irgendwo auch schon noch alleine spielen, das Spiel, ohne dass man sich überall die Mobs zusammenfarmen lässt. Jedenfalls finde ich das nicht so gut und für Neue ist es halt auch ziemlich schädlich, ja. Wie gesagt, sollen es zwar nicht machen, aber wenn sie es mal machen müssen, auch in Dramnok oder so mal tanken lassen wollen, weil sie sich halt mal anschauen lassen wollen, ja, ist halt nicht so geil. Finde ich zumindest. Also, weiß jetzt nicht, wie das die anderen sehen. Ja. Genau. Wie habe ich jetzt erfarmt? Von den Casts habe ich jetzt auch bald einen Stack voll. 73 habe ich. Ja. Ich werde jetzt noch farmen, bis mein Inventar voll ist und dann werde ich mal schauen, werde ich schon mal in Boxen umwandeln natürlich, wie viele es dann sind und dann spätestens im übernächsten Video werdet ihr dann wahrscheinlich schon die Öffnung erhalten. Sei denn, ich mache wieder ein paar Quests, aber ich glaube jetzt momentan mache ich eher keine. Ich meine, die eilen ja nicht, also ich werde mit dem Event farmen maximal bis 105, 106 farmen und das ist schon ziemlich krass. Natürlich, ich stehe nicht still, ich werde ziemlich viel Erfahrung bekommen trotzdem, weil ich halt wie gesagt meine M hochziehe, was irgendwie auch mein Tank ist. Aber ich meine, ich finde, wenn man so krass als Tank verdienen kann, dann sehe ich halt nicht ein, warum ich das nicht auch machen sollte. Und deswegen ziehe ich mir halt hier meinen OE-M hoch, weil wenn der dann 120 ist oder so, dann kann ich schon mal Tower B1 und B2 tanken und mir da auch meine 10, 20 Mille pro Stunde, pro halbe Stunde verdienen und... Ja, wenn ich mal Geldnot habe, dann kann ich das ja mal gechillt in einem Samstag machen. Also mal so 2 Stunden farmen, tanken und dafür, ja, 60, 70 Mille zu bekommen, warum nicht? Und wenn er noch höher ist, wenn ich, sollte ich ihn auf 150 ziehen können, dann, ja, vielleicht sogar in Rathesia oder in Astria sogar 50, 60 Mille pro halbe Stunde, also... Da ist so ziemlich alles offen. Muss ich natürlich noch restatten, weil der hat ein bisschen insgestattet. Da muss ich noch Full STA machen. Aber der hat schon ein Rimmel-Set mit 28% HP-Rate. Der hat einen G-Stick mit Schadensreflexion und einer ziemlich guten Effekt. 13 STA, glaube ich. Also gut, ziemlich gut jetzt nicht, aber halt akzeptabel. Und ansonsten passt es. Also mit dem werde ich dann auch noch hoffentlich Geld verdienen. Muss ich ihn natürlich hochleveln dafür, was ziemlich lange dauert, weil er ziemlich wenig Erfahrung bekommt. Und wir haben ja keinen Lord mehr. Maracuja ist ja jetzt, glaube ich, nicht mehr Lord. Müsste jetzt 2 Wochen her sein. Wer jetzt gar nicht neue Lordwahl, müsste dann... Ich weiß gar nicht, ist die Lordwahl immer alle 2 Wochen? Also 2 Wochen Lord, dann eine Woche sozusagen Pause, also 5 Tage und dann freitags wieder Lordwahl? Ich weiß es gar nicht. Es ist so lange her, dass wir einen Lord hatten und dann wirklich direkt danach nochmal gewählt wurde. Das ist, glaube ich, jetzt schon ein paar Wochen, Monate, Jahre her. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.